Ja, moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Gestern wurde von Decade mal wieder was geleakt. Wir bekommen ein neues Structure Deck. Welches wird das sein? Wir sehen hier schon Ninja-Karten. Das heißt, wir bekommen Ninja Structure Deck. Und das hat jetzt schon einige URs. Ich meine, gut, Nummer 12 spielt man nicht. Ich meine, diese Trap hier spielt man auch nicht. Man spielt hier einmal den Armor Ninja und vor allem hier Saizo ist eine wichtige Karte in dem Deck. Und wir bekommen neuen Support wahrscheinlich dann auch dafür. Hier zum Beispiel der Meißen wird dreimal gespielt, eine wichtige Karte. Man bekommt hier unten noch wichtige Monster dazu, Mitsu zum Beispiel oder Tobari. Die Trap ist auch insane, die wird oft gespielt, genauso wie diese Zauberkarte. Das wird wahrscheinlich alles in dem Structure Deck hier mitkommen. Es ist jetzt auch nicht so viel, es sind schon ein paar Karten. Mehr als Felsöldner auf jeden Fall bekommen hat als Support. Aber wie gut wird das Deck dann sein? Das Deck wird nicht mehr als ein Rogue-Deck bleiben, würde ich sagen. Ist zwar cool zu spielen, ist jetzt auch nicht so ultra bad, ja. Aber zum Beispiel, wir kriegen ja jetzt Bestials und wir haben eine Tiermeter. Das heißt, das Deck macht nicht so viel dagegen, ja. Weil das Deck arbeitet damit, eigene Karten verdeckt zu legen, Gegnerkarten verdeckt zu legen. Und das stört halt Tier und Despia jetzt auch nicht wirklich, weil die können immer noch verdeckte Karten fusionieren. Anders ist es halt bei Kashtira oder halt anderen Decks wie Sword Soul, wo Synchro oder Exie oder Link Beschwörungen machen. Da muss man die Karten schon offen auf dem Spielfeld haben, damit das dann funktioniert, das Deck, ja. Und deswegen sehe ich das Deck jetzt nicht so ultra krass in der Meta, aber sollte dennoch trotzdem ganz gut funktionieren. Was macht es jetzt eigentlich? Man legt damit Gegnermonster verdeckt. Die können auch fast alle direkt angreifen. Das heißt, man kann damit gute OTKs machen. Plus man kann mit der Falle zum Beispiel auch Gegnermonster, die verdeckt sind, als Tribut anbieten, um dann ein Monster aus dem Deck zu specialen. Also auch nicht so schlecht, wenn man einfach Monster als Tribut anbieten kann. Halt nicht so gut gegen Fusionsdecks, wie gesagt. Aber ansonsten war es das eigentlich auch schon. Der Archetype ist recht groß. Man spielt aber viele von diesen Karten hier nicht. Gerade die alten Karten werden nicht so gebraucht. Die Karten, wo man von früher spielt, ist ja nur der Hanzo. Saizo wird gespielt und der Rest ist halt von den neuen Karten. Weil hier unten zum Beispiel die Genio Force spielt man zum Beispiel jetzt auch nicht. Ja, ist jetzt wie gesagt auch nicht so ein ultra krasser Support, den wir da bekommen. Also ist jetzt nicht so, dass das Deck unfassbar broken wird. Es ist okay, stabiles Rogue Deck. Das war es aber auch schon, ja. Blade Armor Ninja spielt man auch, ja. Aber, jo, das war's eigentlich schon mit den Leaks. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Structure Deck. Ich find's ganz nett, ich werde es mir bauen. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Sag ich ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.